Francesca. Your three scoring judges from Italy, Cristino Di Giovanni, Matteo Montella, and from Spain, Jose Ignacio Martinez. Inside the ring, in charge of the action, at the bell, from Poland, Zbigniew Logos. And now, for the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, live from Dessau, Germany, it's time to fight! Introducing first, fighting out the red corner, wearing black trunks, he officially weighed in at 75.6 kilos. His professional fight record, 29 victories, 10 losses, 2 draws, 12 wins by way of knockout. Ladies and gentlemen, please welcome from Minsk, Belarus, Sergei the Ghost Kaminsky! And his opponent fighting across the ring, fighting out the blue corner, wearing red trunks, officially weighed in at 76.1 kilos. His pro fight record is an outstanding 46 victories, just 4 defeats, 26 wins by way of knockout. From Magdeburg, Germany, the two-time WBO super middleweight champion of the world, Robert Stieglitz! Fight must be clear. If I say stop, you stop. If I say break, you break. Shake hands and good luck. Knapp 5 Monate nach der Niederlage gegen Arthur Abraham startet Robert Stieglitz heute die Mission, sich seinen WM-Titel zurückzuholen. Der erste Gegner auf diesem Weg zurück an die Spitze ist der Weißrusse Sergei Kaminsky. Und gegen den muss Stieglitz unbedingt gewinnen. Das ist die Pflichtaufgabe für den Ex-Weltmeister. In diesem Fight geht es um den vakanten Interconti-Gürtel der WBO, der in der Regel dazu berechtigt, den Weltmeister herauszufordern. Also mit einem klaren Sieg gegen Kaminsky wäre Robert Stieglitz wieder ganz dicht dran an einem 5. Duell mit Champion Arthur Abraham. Und die Kampfansage musikalischer Art an Kaminsky, die hat Robert Stieglitz ja schon geliefert. Kaminsky kämpft mit dem Spitznamen The Ghost, der Geist. Und Robert Stieglitz marschierte hier mit der Musik von Ghostbuster. Geist, der Jäger, ein. Und das ist sicherlich eine gute Antwort. Und wir sind gespannt, wie Robert Stieglitz hier diesen Kampf gestalten wird. Wird er gleich wieder marschieren, wie wir das von ihm in den letzten Kämpfen gewohnt waren, gerade im Duell gegen Arthur Abraham? Oder wird er diesmal ein bisschen verhaltener kämpfen, sich die Kraft einteilen und den Gegner auch mal kommen lassen, um auch eine Chance zum Kontern zu nutzen? Kaminsky, ein untersetzter, kantiger Kämpfer, der jede Herausforderung annimmt, einer, der sich jedem Gegner stellt. Und der hat auch sofort zugesagt, als Robert Stieglitz gegen ihn kämpfen wollte. Er war derjenige, der am höchsten stand in der WBO-Rangliste. Und hier hat Robert Stieglitz vorher eine gute Linke kassiert, aber dann wird er mehr umgeschleudert von Kaminsky. Aber diese Linke, die dürfte er gespürt haben. Das war ein harter Treffer, den der Weißrusse da gelandet hat. Robert hat wirklich bisher sehr gut angefangen. Jetzt, wo der linke Treffer reinkam, muss er natürlich aufpassen, weil Kaminsky sich darin steigert und jetzt versucht, den Kampf zu besuchen. Kaminsky in der Regel in der Anfangsphase seiner Kämpfe immer sehr stark, aber jetzt muss Stieglitz aufpassen. Das sind schwere Treffer, die er jetzt kassiert. Hart auf der Außenbahn. Der rechte Haken hat er auch mal eingeschlagen. Und für Robert Stieglitz geht es jetzt darum, diese Runde einigermaßen zu Ende zu bringen.
nicht noch weitere Treffer zu kassieren. Also jetzt die letzten Sekunden dieses ersten Durchgangs zum Auftakt. War Stieglitz der Bessere, aber zum Ende der ersten Runde war Sergej Kumitski plötzlich da. Der Ghost hat zugeschlagen. Jetzt spart ganz Deutschland die Mehrwertsteuer. Alles ohne 19% Mehrwertsteuer. Nur bis Dienstag 19% auf alles. In Ihrem Markt und im Online-Shop. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Für gute Dates braucht man eine gute Auswahl an Singles. Deshalb bin ich bei eDarling, der besten Partnervermittlung Deutschlands. eDarling.de. Höchste Seriosität, bester Kundenservice, beste Partnervermittlung. Entschuldigung, hat von Ihnen jemand seinen Autoschlüssel verloren? Das ist meiner. Oh, ich hatte ja keine Ahnung. Haben die wenigsten. Bis sie ihn fahren. Der neue Opel Insignia. Mit den besten Verbrauchswerten seiner Klasse. Die Überraschung in der Business-Klasse. Mehr auf Umparken im Kopf. In dieser Show gewinnt einfach jeder. Die Frage ist, wie viel? Das neue Deal on OD mit Wayne Carpendale. Ab Mittwoch um 20.15 Uhr in Sat.1. Und wir gehen in die zweite Runde des Kampfs um den Interconti-Gürtel. Nach Version der WBO in der Klasse Super Mittelgewicht. Das ist bis 76,2 Kilogramm. Und die erste Runde, die könnte Sergej Kumitski aufgrund seines starken Schlussspurtes für sich entschieden haben. Hat da am Ende des ersten Durchgangs die klaren, die härteren Treffer gesetzt. Getrinken im Prinzip an mit dem linken Haken und Robert muss jetzt aufpassen, dass er sich da nicht verlocken lässt. Er hat gerade wieder harte Treffer nehmen müssen. Und jetzt auf den Schlagabtausch einlassen, ist wahrscheinlich noch zu früh. Ah, die Halle spürt, dass es nicht so einfach wird für Robert Stieglitz. Die Halle feuert ihn an. 4000 Zuschauer hier, Hütte voll in der Anhalt Arena von Dessau. Ah, gut, diese Kombination von Stieglitz. Aber er muss aufpassen, darf nicht am Mann stehen bleiben. Kumitski, das haben seine Kämpfe bisher gezeigt, gerade in der Anfangsphase eines Duells immer besonders stark und bissig. Also Robert Stieglitz muss erstmal seinen Rhythmus finden jetzt. Es ist sicherlich nicht ganz einfach, nach diesem Kampf gegen Arthur Abraham wieder in den Ring zu kommen. Das muss man körperlich verarbeiten, aber eben auch psychisch. Und er hat gesagt, er hat seinen Stil ein bisschen geändert, ein bisschen angepasst. Mal sehen, was er uns hier in den nächsten Runden zeigen wird. Gut. Also dieser Kumitski erweist sich hier als der erwartet schwere Brocken. Macht es Robert Stieglitz in der Anfangsphase hier sehr schwer, kommt immer wieder durch mit seinem linken Haken, aber auch mit der rechten Schlaghand. Da war er auf der Innenbahn durch und Stieglitz hat hier Probleme, auch in Runde 2. Etwas besser diese Runde für Robert Stieglitz, aber vielleicht auch hier leichte Vorteile für Kumitski. Jetzt spart ganz Deutschland die Mehrwertsteuer. Alles ohne 19% Mehrwertsteuer. Nur bis Dienstag 19% auf alles. In Ihrem Markt und im Online-Shop. Mediamarkt, ich bin noch nicht blöd. Jetzt Strandurlaub in Ägypten buchen. Eine Woche im 4-Sterne-Hotel, all-inclusive und Flug ab 379 Euro. In jedem guten Reisebüro oder unter tropo.de. Du kaufst keine Wohnung und auch kein Haus.
Du kaufst das gute Gefühl, angekommen zu sein. An einem Ort, an dem du viel Neues kennenlernst. Deinen neuen Lieblingsitaliener, Lieblingsnachbarn und Lieblingsfriseur. Nur keine Mietsteigerung. Mit unserem günstigsten Bausparkredit aller Zeiten. Schwäbisch Hall. Der Telekom Cup. Wer holt den ersten Titel der Saison? Die Entscheidung. Morgen ab 16 Uhr live in Sat.1. Knappe zweite Runde haben wir gesehen. Auf jeden Fall ist Robert Stieglitz jetzt ein bisschen besser im Geschäft als noch in Runde 1. Aber so ganz überzeugend ist das immer noch nicht. Sergej Kuminski hat einen guten Start hingelegt und erweist sich hier als der erwartet kantige, unbequeme Gegner. Robert muss wirklich gucken, dass er von draußen über die linke Führungshand den Kampf macht und dann abkontert, so wie jetzt mit dem linken Haken abkontert. Aber er muss nicht in den Vorwärtsgang gehen, im Moment jedenfalls noch nicht. Er muss aufpassen, dass er eben halt von draußen den Kampf führt. Und die Halle feuert Robert Stieglitz an, der jetzt im Rückwärtsgang eine linke gelandet hat. Die Führhand im Ziel. Genau so, jetzt abfangen, in den Mann reinschlagen und dann wieder weg. Genau so, jetzt nicht anstecken lassen. Das ist genau die neue Taktik, was er braucht. Also da brauchte Robert Stieglitz sicherlich zwei Runden, um seinen Rhythmus erstmal zu finden. Aber das sieht jetzt schon wesentlich besser aus. Und der Geist, Robert, Sergej Kuminski, kassiert einige harte Treffer. Auf jeden Fall ist zu erkennen, dass Robert Stieglitz nicht mehr nur pausenlos nach vorne geht, seinen Gegner beschäftigt und bearbeitet. Auffallend oft hier in der Rückwärtsbewegung und durchaus, was wir auch gerade gesehen haben, mit Kontermöglichkeiten, die er nutzt. Dadurch entwickeln so die Kontermöglichkeiten und er kann wirklich mit dem linken Haken und der rechten gerade, sag mal, reagieren und da eben halt versuchen, Kuminski eben halt vom Leib zu halten. Auch. Stieglitz muss aufpassen, genau auf so den rechten Cross von Kuminski. Wenn er mit der Führhand schlägt und sie zurückzieht, dann kommt Kuminski reflexartig hinterher mit seiner Faust. Das kann gefährlich werden. Stieglitz wirkt jetzt sicherer. Wieder schön die Linke im Ziel. Kurze, trockene Hakenaktion von Robert Stieglitz. Und diese dritte Runde sollte an Robert Stieglitz gegangen sein. Das war die Runde des Deutschen. Du schaffst es. Oder verpasst es um Haaresbreite. Du gewinnst oder verlierst um Haaresbreite. Du bist unten oder ganz oben. Es geht um Millimeter, um Bruchteile, um Haaresbreite. Und trotzdem, wenn wir Präzisionsklingen und die meistverkauften Rasierer herstellen, dann nicht um Haaresbreite, sondern mit meilenweitem Vorsprung. Go get it. Gillette, für das Beste im Mann. Weg.de. Jetzt beim mehrfachen Testsieger buchen und 50% Last-Minute-Rabatt sichern. Ich bin Weg.de. Also zufriedene Gesichter hier in der Ringette von Robert Stieglitz nach dieser dritten Runde. Die ist gut gelaufen. Es sieht so aus, als hätte Stieglitz seinen Rhythmus gefunden. Und der scheint nicht schlecht zu sein. Seine neue Taktik, auch mal aus der Rückwärtsbewegung zu boxen, den Gegner kommen zu lassen, mal was zuzulassen, um selber dann zu kontern und mit überraschenden Aktionen harte Treffer zu setzen.
Und den Zuschauern gefällt es hier, was sie sehen. Wir haben auf jeden Fall schon drei schnelle, gute, harte erste Runden gesehen. Und die Boxer müssen sich natürlich die Kräfte einteilen. 12 Runden sind eine Menge Holz. Hier ist es unglaublich schwül, heiß in der Halle. Und das zehrt natürlich an den Kräften der Boxer. Bei Sergej Kumnitski hat sich an der linken Führhand das Tape am Handschuh gelöst. Schön von Robert abgekontert, genau so. Über die Führungshand Kumnitski binden und dann eben halt von außen schlagen. Drin braucht er jetzt nicht viel machen. Das macht Spaß, Robert Stieglitz jetzt zuzusehen. Das sind gute, harte Treffer, technisch sauber. Und da wieder eine gute Linke und die hat Kumnitski gespürt. Kumnitski hat natürlich auch mit der Rechten getroffen, da muss Robert dann gucken, dass er wirklich den Tick ein bisschen früher beginnt. Ja, das ist die Rechte, vor der ich eben gewarnt habe. Wenn Stieglitz mit der Linken geschlagen hat, sie zurücknimmt und ein bisschen fallen lässt, dann kommt die rechte Cross von Kumnitski, das ist sein Paradeschlag. Robert muss versuchen, wirklich über die Führungshand in den Kampf reinzugehen. Ihn ein bisschen mehr binden, weil Kumnitski springt rein und da muss er aufpassen, eben halt über den linken Haken. Und jetzt kommt die Gerade. Jetzt muss die Gerade, er muss ihn binden. Er muss ihn damit ein bisschen annageln. Damit er den Zeitpunkt dann wirklich hat, wann kommt er rein, wann kann ich den Schritt zurück machen. Ja, Kumnitski bleibt gefährlich. Wenn er reinspringen kann in den Gegner, wenn Robert Stieglitz es versäumt, diese Führhand auszufahren und den Gegner abzufangen, dann wird es brenzlig. Ja, da wieder ein Treffer mit der Rechten von Kumnitski, der hier am Ende dieser Runde nochmal Gas gegeben hat. Schön gemacht, sehr schön ausgelassen. Jetzt online bestellen und genießen. Ganz gleich, was Sie antreibt. Wir machen den Weg frei. Mit unserer Kraft der genossenschaftlichen Beratung. Was soll denn das? Wir brauchen einen Tapetenwechsel. Besser? Nö. Du musst mal raus? Ganz Deutschland ab 29 Euro. Besser? Besser. Also, wir sind wieder da mit Runde 5. Und wenn Robert Stieglitz weiterhin die Führhand einsetzt, dann sieht er gut aus. Dann ist er dominant. Dann bindet er die gefährliche Schlaghand von Kumnitski. Und dann kann er punkten und selbst auch mal mit seiner Schlaghand Treffer setzen. Also es dürfte jetzt relativ ausgeglichen sein, was das Punktekonto angeht. Ungefähr 2 Runden für Stieglitz, 2 Runden für Kumnitski. Das ist so das, was wir hier ausgerechnet haben. Und jetzt ist da eine kleine Unterbrechung da, weil jetzt aufgefallen ist, dass sich der Tape-Verband da gelöst hat. Und deshalb gab es die Unterbrechung vom Ringwächter Zbigniew Lagosz aus Polen. Seit 14 Jahren ist er als Ringwächter im Einsatz und der lässt jetzt den Tapeverband da neu anlegen und auch gleich am anderen Handschuh nochmal vorsichtshalber etwas drauf machen. Und dann kann es gleich weitergehen.
Die Zuschauer pfeifen, aber das ist absolut notwendig, denn wenn dieses Tape umschlägt, etwas länger wird, dann kann man sich dadurch durchaus verletzen. Und das soll natürlich verhindert werden. Also jetzt geht's weiter. Fünfte Runde. Der Kampf ausgeglichen. In der letzten Phase dieses Kampfes wirkte Robert Stieglitz ein bisschen stärker. Und immer dann, wenn er die Führhand bringt, so wie jetzt, dann sieht er gut aus. Und dann wird es ja auch laut in der Arena. Ein hohes Tempo, das sind wir ja von Robert Stieglitz gewöhnt. Auch wenn er nicht, wie das sonst so oft der Fall ist, permanent nach vorne geht, boxt diesmal etwas zurückhaltender, was sicherlich auch in Anbetracht der Hitze das Bessere ist. Und auch die Möglichkeiten besser ausnutzend zum Kontern, die sich dann bieten. Aber Kominski immer auf dem Sprung in den Mann hinein, um dann seine kurzen Haken abzufeuern. Und da ist Robert Stieglitz jetzt gut drauf eingestellt. Guter Körpertreffer, das hat richtig geklatscht. Saubere Aktion von Stieglitz. Der linke Haken schlägt ein bei Kominski. Vorteile in dieser fünften Runde bei Robert Stieglitz, der clever boxt und der diese fünfte Runde gewonnen haben sollte. Deine Geschichte aus dem Paulanergarten. Gefunden. Servus. Ja, aber da fehlt doch noch was. Schon da. Die Suche hat ein Ende. Die neue Geschichte aus dem Paulanergarten kommt von Evelyn aus München. Am 11. August ist TV-Premiere. Vielen Dank fürs Mitmachen. Die Thalia Buchhandlungen und die Telekom präsentieren den neuen E-Book-Reader Tolino Vision. Er ist leichter, brillanter und liest mit seinem offenen System E-Books in jedem Format. So macht der Tolino Vision alles, um das Lesen noch angenehmer zu machen. Wirklich alles. Der Computerbild-Testsieger inklusive Gratis-Bestseller. Jetzt nur bei Thalia und thalia.de. Jetzt neu, Paulaner Weißbier-Zitrone. Frisches Weißbier mit natürlicher Zitronenlimonade aus echtem Saft. In Bayern heißt es auch Russ, aber das ist eine andere Geschichte. Promi Big Brother, das Experiment. Ab 15. August in Sat.1. Schlag, den du hast für ihn. Ja, also, sechste Runde. Und hier nochmal die Ermahnung von Dirk Zemski. Die linke zu bringen, das wäre jetzt der beste Schlag, den er hat, den soll er machen, um Kominski auf Distanz zu halten, um ihn zu beschäftigen, zu verhindern, dass er reinspringt und seine Schlaghand die rechte bringt. Und wenn Stieglitz das schafft, dann sieht er gut aus. Ja, da war sie wieder, die Führhand, schön an den Kopf. Das sind schnelle, gute Treffer, die Kominski im Kampfaufbau stören und die ihn wieder zurückwerfen, aus dem Rhythmus bringen. Kominski macht noch einen frischen Eindruck, muss ich sagen. Er ist ja viel in der Vorwärtsbewegung und jetzt wird er von Stieglitz abgefangen mit einer schönen Kombination auf den Körper. Das ist natürlich auch wichtig, mal zu variieren mit den Treffern. Nochmal etwas tiefer zu schlagen, natürlich oberhalb der Gürtellinie, aber die Deckung damit ein bisschen runterzuziehen und dann
wieder die Möglichkeit zu nutzen, oben an den Kopf zu kommen. Jetzt muss Robert aber ein bisschen mehr machen über die Führungshand. Er muss ihn jetzt ein bisschen einbremsen, weil er schlägt sich ein, er rollt sich ein. Und das ist dann das Gefährliche, genau mit so einem rechten Schwinger, dass er da wirklich hart erwischt wird. Er muss selbstbestimmender werden mit der Führungshand, über die Führungshand. Und jetzt die Führungshand, jetzt ihn ausbremsen. Also die Zuschauer spüren auch, genau wie du gesagt hast, dass Robert etwas machen muss, etwas aktiver werden muss. Er musste einfach mehr ausstrahlen. Er muss versuchen, über die Führungshand reinzugehen, nur spielerisch eben halten und dann hart reindrücken. Also von der Seite her, er lässt ihn jetzt zu sehr sich einschlagen, einlullen sozusagen. Und er muss dann die Akzente setzen. Genau so setzt er unter Druck. Alleine durch die Körperspannung schon. Da geben sich dann die Möglichkeiten, wirklich hart zu treffen. Also nach wie vor ein ausgeglichenes Duell. Kuminski bleibt stark und bleibt gefährlich für Robert Stieglitz. Wenn das, dann DAS. Wir helfen Ihnen, sich gegen Mietmängel zu wehren, auch ohne Gerichtsverfahren. DAS, das Recht an Ihrer Seite. Du hast ja keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. Wir stehen ganz kurz vor einem Quantensprung. Transformers, jetzt im Kino. Wir glauben an die Mutbürger. Wir wollen, dass die Menschen im Leben nicht jeder Pfütze aus dem Weg gehen müssen. Wir glauben an Menschen, die einen Weg sehen, wo für andere nur Verbotsschilder stehen. An Menschen, die Schritte tun, die bestimmen, wer sie heute sind und wer sie eines Tages sein werden. Wir sagen, geh den Weg, den du für richtig hältst, mit dem sicheren Gefühl, dass wir an deiner Seite stehen. Ergo, versichern heißt verstehen. Nee, dann wird ausgepunktet. Also, wir haben eine kleine Wunde, einen Cut ausgemacht am oder über dem rechten Auge von Robert Stieglitz. Entstanden durch einen linken Haken von Kuminski. Und wir hoffen, dass dieser Cut hält, dass das, was Kapman Olaf Schröder da jetzt an Arbeit geleistet hat, dass das ausreicht, um das Blut zu stillen. Noch sieht das ganz gut aus, aber natürlich wird so ein Ringfuchs wie Sergej Kuminski das ausnutzen und vermehrt versuchen, da drauf zu schlagen, um diesen Cut eben zu vergrößern. Also dieser Cut ist auf jeden Fall unabsichtlich entstanden. Und deshalb muss Robert Stieglitz natürlich aufpassen, dass dieser Cut nicht größer wird und verhindert, dass er weiterkämpfen kann. Sergej Kuminski ist in seiner Karriere bislang erst zweimal K.O. gegangen. Am Anfang gegen einen Georgier und dann 2007 gegen Gennady Golovkin in Köln. In der fünften Runde hat ihn Golovkin ausgenockt. Und eben dieser Golovkin ist in der Zwischenzeit Weltmeister geworden und einer der besten Fighter der Welt. Und der boxt heute ab 2.30 Uhr in New York. Und das ist live aus dem Madison Square Garden. Hier natürlich bei uns im Programm von Sat.1. Also hier die Super Fight Night. Heute Nacht das volle Programm bei Sat.1. Robert muss jetzt wieder ein bisschen energischer boxen. Er muss über die Führungshand kommen, weil es ist ganz klar, dass Konecki wieder rein will. Er will den Cut natürlich vergrößern und das ist natürlich, sag ich mal, gefährlich dann. Jetzt muss die Führungshand kommen. Er muss eine abfangen damit. Unter Druck setzen, aktiv unter Druck setzen, alleine schon mit der Fußstellung, dass er den Druck über den Ballen ausübt. Ja, der wird müde jetzt. Robert, der wird müde jetzt, ja?
30, bleib schön wachsam. Sieht auch so aus, als wäre der Kiefer ein bisschen geschwollen von Robert Stieglitz. Also, das ist sicher nicht nur der Mundschutz, der da ein bisschen das Gesicht dicker werden lässt. Hoffentlich nichts Ernstes. Aber das ist auf jeden Fall eine satte Prellung am Kiefer von Robert Stieglitz. Also auch das wieder eine enge Runde. Das Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Stieglitz und Kubicki geht weiter. Da nochmal ein guter Treffer von Stieglitz. Das Netz ist überall. Es verbindet alles, was wichtig ist. Zu Hause und unterwegs. Es ist die gesamte Kommunikation. Es ist unser innerster Antrieb. Darum investieren wir weiter für Sie in das beste Netz. Ich bin weg.de. Jetzt buchen und 50% Last-Minute-Rabatt sichern. Auf weg.de. Ihr seht aus wie eine Rockband aus den 80ern. Fantastic Four am nächsten Samstag und Fantastic Four Rise of the Silver Surfer am 9. August jeweils um 20.15 Uhr in Sat.1. Das ist Robert Stieglitz mit seinem Trainer Dirk Zemski, der zufrieden war mit dieser letzten Runde. Robert Stieglitz dürfte nach Punkten führen, aber jede Runde ist hart umkämpft und jede Runde ist eng. Das ist Ihre Wertung, das, was Sie zu Hause hier mitgevotet haben. Und Sie sehen Robert Stieglitz knapp vorne, 54% gegenüber 46% für Kubicki. Und ich denke mal, das sollte auch so sein, dass Stieglitz hier knapp vorne liegt. Noch ist nichts entschieden. Der Kampf ist völlig offen. Und sicherlich spielt hier auch im letzten Drittel die Kondition eine ganz besondere Rolle. Wer kann hier nochmal Dampf machen? Wer kann noch zulegen? Wer kann den anderen nochmal so richtig unter Druck setzen? Es könnte auf jeden Fall hier noch eine heiße Schlussphase geben. Und den Zuschauern, denen gefällt's, was beide Athleten hier im Hexen- und Hitzekessel von Dessau bieten. Ah, da mal der kurze rechte Haken von Stieglitz. Er muss aufpassen mit seiner Verletzung über dem rechten Auge. Da ist er gefährdet und Kubicki nimmt Visier auf diese Region. Da läuft jetzt ein bisschen Blut aus dem Cut bei Robert Stieglitz. Hoffentlich beeinträchtigt ihn das jetzt nicht. Kubicki wieder mit der linken Richtung Augenbraue. Das ist jetzt sein bevorzugtes Ziel. Dann kommt er auch mal mit der rechten durch. Der ist gefährlich, der Schlag von Kubicki. Da variiert er gut und wieder kommt die linke zum Kopf von Stieglitz. Robert muss jetzt versuchen, ihn ein bisschen mehr unter Druck zu setzen über den linken Bein, dass er da die Spannung wieder aufbaut und dann die linke gegenschießt. Ja, das ist Robert Stieglitz ja ein paar Mal gut gelungen. Kubicki mit der linken abgefangen, mit der Führhand auflaufen lassen. Schöner, so wie das jetzt gerade gemacht hat wieder. Das ist es, was Robert Stieglitz zeigen muss. Weg. Beide machen bislang noch einen guten Eindruck. Auch Sergej Kubicki wirkt noch relativ frisch. Immerhin sind wir am Ende von Runde 8. Ah, da nochmal ein linker Treffer von Kubicki. Also auch das wieder eine enge Runde. Aber ich glaube, mit dem besseren Ende für Robert Stieglitz. Wir haben nichts vergessen, ne? Nein. Sicher. Ja, sicher. Die Schubladen alle nochmal durchgecheckt. Hm. Ich möchte nicht nochmal zurück. Wo ist denn dein Ring? Hm? Oh, nee. Macht nichts. Ich gehe. Jan, die Tür geht nicht auf. Wieso? Geht ja.
doch. Hier der Ring, Hand her. Vorsicht, das geht so nicht. Aua. Wieso? Geht doch. Der Ford Kuga mit sensorgesteuerter Heckklappe. Ford. Eine Idee weiter. Jetzt mit sensorgesteuerter Heckklappe ohne Aufpreis. Früher gab es bei der Mietwagenbuchung oft böse Überraschungen. Doch dann kam billigermietwagen.de. Finden Sie Ihren perfekten Mietwagen zum besten Preis weltweit. Mietwagen, billigermietwagen.de. Noch nie wurde der menschliche Körper so lustig und überraschend erklärt. Das verrückte Körperquiz. Ab Mittwoch um 21.15 Uhr in Sat.1. Also das Besondere hier in diesem Kampf zwischen Robert Stieglitz und Sergej Kuminski ist sicherlich, dass bislang jede Runde knapp war, jede Runde war eng. Aber insgesamt dürfte Robert Stieglitz doch 3-4 Runden mehr gewonnen haben als sein Gegner aus Weißrussland. Der aber verdammt gefährlich bleibt, der sich nach wie vor richtig reinhängt, ein kantiger, untersetzter, schwer zu kämpfender Boxer, der jetzt wieder einen guten Treffer gesetzt hat. Und den dürfte Stieglitz gespürt haben, aber da kam auch schon die Antwort vom Ex-Weltmeister. Ja, in dieser Nahdistanz, da bleibt Kuminski gefährlich. Da sind seine kurzen, trockenen Haken brandgefährlich. Und da hat er immer die Möglichkeit, an den Kopf zu zielen. Auch bei Kuminski ist jetzt eine Cut-Wunde entstanden am Kopf rechts oben. Da läuft das Blut richtig raus. Das dürfte der letzte Treffer von Robert Stieglitz gewesen sein, der die Haut da hat aufplatzen lassen. Und nun steht es, was Cuts angeht, auch ausgeglichen. Da sehen wir, wie das Blut läuft bei Sergej Kuminski. Der Kampf wird jetzt unterbrochen. Ah, da wird der Schädel abgewischt. Ein bisschen gebohnert, geguckt, wo ist die Wunde. Ringrichter fordert, dass ein Tape oder irgendwas drauf kleben soll, weil das läuft jetzt weiter. Aber das wird nicht halten bei dem ganzen Schweiß. Das geht sofort wieder ab. Und ja, das kann man natürlich nur abwischen. Bisschen übertrieben jetzt vom Ringrichter, das muss er weiterlaufen lassen. Das ist ganz normal, da oben ist okay, dass der Schädel dick. Also von der Seite ist er auf der Nase oder am Auge gefährlicher. Robert muss jetzt versuchen, wieder über die Führungshand reinzukommen und die klaren Treffer einfach setzen, dass er ein bisschen festnagelt. Jawohl. Ja, Stieglitz bewegt sich gut und dann kommen auch die Treffer. Hat ein gutes Auge und dann kommt die Kombination und schlägt bei Kuminski ein. Aber da war wieder der gefährliche linke kurze Haken von Kuminski. Und das Schöne an Robert Stieglitz ist, er hat eine Antwort parat. Dieser Kuminski wühlt sich in den Gegner hinein. Und wenn Robert Stieglitz da in der Halbdistanz stehen bleibt, dann wird das gefährlich. Oh, die harte Linke. Beide treffen. Beide kommen gut durch mit einem linken Haken. Toller Kampf hier. Viel Aktion, gute Leistungen von beiden Boxern und weiterhin ist Stieglitz in Führung, der geht zu Boden, rutscht aber weg, der Ringrichter entscheidet, weggerutscht und kein... Entschuldigung, hier unten, könnten Sie bitte ein bisschen besser aufpassen, wenn Sie schon im Auto essen? Ich habe eine sehr sensible Nase, okay? Ich mag natürlich auch keine Flecken auf den Sitzen. Wer bist du? Ich bin der nächste Besitzer dieses Audi. Aber du bist ein Hund. In diesem Leben, mein Freund. In diesem Leben.
ersten Titel der Saison. Die Entscheidung. Morgen ab 16 Uhr live in Sat.1. Also der Ringrichter Zbigniew Lagos aus Polen, der hat gerade einen Fehler gemacht. Der hat dafür gesorgt, dass Sergej Komitski während des Kampfes behandelt werden durfte. Und das muss er unterbinden. Und jetzt kommt Sergej Komitski nicht aus der Ringecke hoch, weil sein Handschuh noch getäbt wird. Und das erzürnt hier die Zuschauer. Hatte eine starke Runde jetzt. Soeben dieser Mann aus Weißrussland, der Robert Stieglitz da ordentlich zugesetzt hat. Und da ist wieder der Tätverbandlose vom Handschuh. Und das muss man doch irgendwie in den Griff kriegen. Ja, das ist natürlich clever, jetzt die Zeit erstmal für sich zu nutzen. Und dementsprechend, da siehst du eben halt, dass er wirklich sehr, sehr viel Erfahrung hat und versucht, sich jetzt Luft zu verschaffen, weil es immer enger wird. Also die Zuschauer bestärkt das nur in den Anführungsläufen für Robert Stieglitz, der zum Ende dieser letzten Runde eben ein bisschen weggerutscht ist. Gleichzeitig gab es einen Schlag von Sergej Komitski, aber der Ringrichter erkannte auf ausgerutscht, Gleichgewicht verloren, ohne Schlagwirkung. Vorher hatte er einen harten Treffer kassiert und jetzt wird der Kampf abgebrochen. Der Ringrichter bricht den Kampf ab. Sieg für Robert Stieglitz. Und Sergej Komitski kommt einfach nicht rechtzeitig hoch aus seiner Ecke. Und deshalb... Das ist völlig in Ordnung. Ich meine, man kann es machen, man kann es aber nicht übertreiben. Und dementsprechend, er hat es übertrieben und hat sich nicht den Kampf gestellt. Weg damit. Punkt. Das ist natürlich ein etwas trauriges Ende für diesen bis dahin sehr guten Fight. Ich sag mal, das war super gemacht von Robert. Robert hat ihn zermürbt, das muss man auch so sehen. Robert hat für sich alles genutzt. Also dementsprechend, das Ende ist ein bisschen traurig, wie du sagtest. Aber das ist völlig in Ordnung, der Ringrichter hat richtig gehandelt. Also, Robert Stieglitz hat Sergej Komitski zermürbt. Der bleibt auf seinem Stuhl sitzen, schiebt das dann auf seine Handschuhe, die noch getaped werden müssen. Das ist natürlich auch eine Form der Ausrede. Und so holt sich Robert Stieglitz den Sieg in diesem Kampf. Und wir warten auf... Hi Prinzessin. Ja, nein. Du, ja, Schatz, ich rufe dich nachher nochmal aus dem Festnetz an. Wird zu teuer so. Mit Kongstar. Sorry, aber zu teuer ist keine Ausrede mehr. Denn mit der Congstar Allnet Flat kannst du endlos telefonieren und surfen, schon ab 19,99 € im Monat. Jetzt bestellen auf congstar.de. Congstar, du willst es, du kriegst es. Die Allnet Flat S mit dem Nokia Lumia 930 jetzt zum Superpreis auf congstar.de. Ich will auf die Kanaren. Hotel? Trivago. Macht euch bereit. Was sagt ihr jetzt zur Jump Street? Für die Hammerkomödie. Oh. Oh. Hab ich Blut im Auge? Geht es dir gut? Siehst du wie eine Tussi? 22 Jump Street. Viele Kunden fragen mich, wie kann ich mein Erspartes vor Wertverlust schützen? Immobilien, Fonds oder doch Aktien? Und verkaufen Banken nicht eh nur das, woran sie selbst am meisten verdienen? Wir bei der Commerzbank gehen einen neuen Weg. Faire Depotmodelle mit festen Preisen und Berater, die an der Zufriedenheit ihrer Kunden gemessen werden. Wir tun alles, um die Bank an ihrer Seite zu sein. Über unsere neuen Depotmodelle. Egal, ob Sie sich selbst um Ihre Anlagen kümmern möchten oder es unseren Experten überlassen. Jetzt Depot wechseln und bis zu 500 € Prämie sichern. Ich bin weg.de. Jetzt buchen und 50% Last-Minute-Rabatt sichern. Auf weg.de. Also Sieg durch technischen K.O. in der Runde 10. Die Pause gehört schon zur nächsten Runde durch Robert Stieglitz. Der schlägt Sergej Komitski, der einfach sitzen bleibt auf seinem Stuhl. Sich noch die Handschuhe hat tapen lassen, aber auch schon einen sehr kaputten Eindruck machte. Und glaube ich froh war, dass es am Ende vorbei war für ihn. Und jetzt sind wir gleich bereit zur Urteilsverkündung mit unserem Ringsprecher Russ Bray.
10th round. Your referee has stopped the contest. Your winner and the new WBO Super Middleweight Intercontinental Champion, Robert Stieglitz! Also, Robert Stieglitz setzt sich hier durch. Die Zuschauer freuen sich. Er war auch auf allen Punktzetteln vorne bis zu diesem Augenblick. Die